Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück in der gewohnten Dreierrunde mit Carsten, Jan und mir. Wir sprechen heute in der bereits achten Folge, haben wir uns vorgenommen, über das Thema Prüfungsformate und speziell um digitale Prüfungsformate zu sprechen, weil das auch gerade ein aktuelles Thema ist. Wir stehen ja gerade heute, beginnt die Prüfungsphase, wenn ich richtig informiert bin. Heute ist die erste Klausur, ne? Und da stehen ja im Rahmen der Pandemie auch sicherlich die ein oder andere Online-Prüfung auf dem Plan. Deswegen ist es auf jeden Fall aktuell, aber ich denke, es wird uns auch in Zukunft weiter umtreiben. Wie können wir Online-Prüfungen ermöglichen, weil das vielleicht auch ohne Pandemie ein spannendes Format sein kann. Und darüber wollen wir heute einfach uns mal locker austauschen und überlegen, was gibt es denn für Möglichkeiten, was haben wir vielleicht auch schon eingesetzt und welche Erfahrungen haben wir gemacht und welche Bedenken gibt es vielleicht auch. Deswegen gleich die Frage an dich, Carsten. Vielleicht magst du mal kurz berichten, was für Prüfungsformate du denn so in deinen Modulen verwendest und vielleicht im Hinblick, was man da dann digital machen kann. Ja, gerne. Herzlichen Dank. Ja, bei mir die Module, die ich hier durchführe bei uns an der Hochschule, da habe ich klassischerweise eine Klausur als Abschlussprüfung. Habe das vor Jahren auch schon mal rein digital gemacht. Das heißt, ich habe mir einen bestimmten Raum gesucht, wo wir dann am Rechner eine Klausur geschrieben haben, sozusagen als Piloten. Das ist, glaube ich, schon fast 10 Jahre her mit einem Lernmanagementsystem. Da wir aber die Räumlichkeiten jetzt nicht so direkt permanent zur Verfügung haben, war das wirklich damals so ein Pilot, den ich da durchgeführt habe. Jetzt in diesem Semester und eigentlich auch in den letzten Jahren habe ich eigentlich immer klassischerweise die Klausur geschrieben, sprich die Klausur, oder die Prüfung in Präsenz vor Ort. Ich habe bei einem Modul, was ich in diesem Semester gemacht habe, die theoretische Informatik umgestellt auf die Portfolioprüfung, was ja laut Prüfungsordnung ein Format ist, wo ich semesterbegleitend kleinere ja, Prüfungen einstreue sozusagen und am Ende dann halt nochmal eine Klausur oder eine abschließende Prüfung. Ich habe diese Prüfung, 2 Stück waren das bei mir in diesem Semester, habe ich online durchgeführt. Ich habe das in der Konstellation gemacht mit dem Microsoft Teams. Da gibt es so eine Komponente Forms, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Da kann ich halt Umfragen und Quizze mit durchführen, sodass ich dann im Rahmen meines Teams sozusagen eine Aufgabe formulieren kann, wo ich dann dieses Formular hinterlege, dann auch genau festlegen kann, so, das steht jetzt für 2 Stunden zur Bearbeitung zur Verfügung. Die Studenten reichen das ein. Ich sehe dann auch sozusagen, welcher schon was eingereicht hat. Da gibt es dann auch keine Schwierigkeiten von wegen. Irgendein Student schreibt einen anderen Namen drauf oder sowas. Habe ich in diesem Semester komplett online gemacht. Das heißt, die Studenten haben dann am Montagabend zweimal irgendwie eine Stunde Zeit gehabt, da diese Fragen zu beantworten. Das hat im Grunde eigentlich auch ganz gut funktioniert, zumindest im ersten Durchlauf. Im zweiten Durchlauf hatte ich so ein paar technische Schwierigkeiten mit Forms und Teams im Zusammenspiel. Da habe ich es dann vom Gedanken her genau gleich gemacht, nur mit einem anderen Werkzeug. Da habe ich dann im Prinzip ein PDF zur Verfügung gestellt, wo die Studierenden handschriftlich was eintragen mussten oder das am Rechner eintragen konnten, mir das dann wieder zurückgeschickt haben, auch über die Teams-Umgebung. Da musste ich dann halt manuell nochmal durchgucken. Ja, aber vom Grundsatz her hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Was ich natürlich nicht weiß, ist, ob sich die Studierenden im Hintergrund abgestimmt haben. Ja, irgendwie über einen zweiten, dritten Kanal. Das weiß ich nicht. Da kann ich nur spekulieren. Das will ich hier an dieser Stelle aber gar nicht tun. Und das ist, wo ich mich dann auch immer frage, Mensch, ist das denn so noch zeitgemäß, dass die Studierenden da sozusagen alleine zu Hause sitzen, quasi alleine eine Aufgabe bearbeiten? Das ist ja im täglichen Leben später auch nicht so. Ja, die arbeiten typischerweise in so einem Team. Darum, das, was jetzt bei uns diese Diskussion, die hochgekommen ist, in Richtung Open-Book-Klausuren, wo im Prinzip alle Hilfsmittel zugelassen sind, was natürlich bei so einem Quiz, wenn die alleine zu Hause sitzen, auch der Fall ist, das kontrolliere ich ja nicht, was sie dann Material verwenden. Ja, aber selbst, dass man Aufgaben formuliert, wo sich von mir aus die Schüler auch untereinander abstimmen können, ja, halte ich durchaus für, sage ich mal, absolut praxisrelevant. Und da traue ich mich aber noch nicht so, das so richtig von jetzt auf gleich umzustellen. Ich glaube, da muss ich noch mal so ein bisschen überlegen, ob da die Aufgaben schon so kompetenzorientiert sind, dass ich sagen kann, so, ich schmeiße das einfach in die Gruppe rein, ja, und gebe dann zur Bearbeitung frei. Ja, aber der Aufruf kam ja bei uns und ich glaube, Nikolas, du hast ja irgendwie schon mal, oder willst den Versuch ja, glaube ich, wagen mit Open Book. Ne? Wie sieht das denn bei dir aus?
Ja, wir, muss ich dazu sagen, wir, das sind drei Dozenten hier in einem Modul, in dem Mastermodul hier am Campus Haste. Wir wagen jetzt diesen Versuch, diese Open Book Klausur durchzuführen. Hintergrund ist, dass einer der Dozenten auch schon im Semester mal eine Online-Testklausur gemacht hat. Er arbeitet da mit einem Tool, wo die Studierenden dann auch in dieser Testklausur natürlich dadurch, dass es online ist, dann auch mitarbeiten konnten, alle von zu Hause aus. Und das hat gut geklappt über Zoom, zumindest was ich gehört habe. Und als dann jetzt dieser Vorschlag mit der Open Book Klausur kam, haben wir eigentlich relativ schnell uns darüber unterhalten, ob wir das nicht auch für das Prüfungsformat am Ende, das ist klassischerweise eine Klausur gewesen, eine zweistündige in Präsenz. Und haben wir uns darüber unterhalten, machen wir das? Und dann haben wir gesagt, ja, theoretisch können wir jeden dieser Teile, jeder von uns dreien hat einen eigenen Prüfungsanteil, auch online als Open Book Klausur durchführen. Da gibt es natürlich dann ja, sagen wir mal, ein paar Dinge, die man beachten muss. Die klassischen Wissensfragen sind dann ja nicht mehr so gut geeignet, weil letztlich, wenn man alle Tabs im Browser offen hat, alle Unterlagen des Moduls, dann sind Wissensfragen ja eigentlich, ja, sind damals, fand ich schon nicht unbedingt die besten, aber die waren ja immer ganz gerne auch gesehen in so einer Klausur. Einfach mal so zum Einstieg, die sind dann eigentlich witzlos, ne, weil die kann man ja nachschauen. Deswegen muss man sich Gedanken machen, wie kann man jetzt die Fragen auf dem Level formulieren, dass sie eben ja nicht mehr einfach nachgeschlagen werden können. Und gleichzeitig die Herausforderung, was du gerade schon angesprochen hast, wie kann man das sicherstellen, dass nicht einfach die Studierenden sich in einem WhatsApp-Chat-Raum treffen und die Lösungen auch austauschbar sind. Also es muss also irgendwie sichergestellt werden, dass jeder wirklich individuell möglicherweise sich mit einer Aufgabe beschäftigen muss und gleichzeitig diese Lösung nicht übertragbar ist eins zu eins. Das ist zumindest so die Idee, die wir jetzt haben. Und das ist schwierig. Also, erfordert, glaube ich, eine ganz andere Herangehensweise an die Klausur oder an die Aufgabenstellung der Klausur. Also, ich habe das jetzt oder wir lösen das unterschiedlich. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil die Studierenden das natürlich alle sonst auch hier vorher hören können. Aber klar, Individualisierung spielt eine Rolle, sich Gedanken zu machen, dass nicht jeder die gleiche Aufgabe oder zumindest die gleiche Grundlage, wenn es jetzt in unserem Fach sind, es eben viel mit Daten arbeiten wir da, dass es halt unterschiedliche Datensätze sein können, die dann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen oder möglicherweise auch unterschiedliche Herangehensweisen erfordern für die gleiche Fragestellung, dass man darüber ein bisschen Individualisierung reinkriegt. Allerdings ist das bei 30 Teilnehmern, die wir haben und Teilnehmerinnen, das natürlich 30 Mal eine Version herzustellen, ist sehr aufwendig. Deswegen überlegen wir, ob wir so drei Gruppen machen und die dann würfeln. Das erschwert es ja auch schon, dass man untereinander die Fragen nicht mehr übereinkriegt. Also das ist so eine Idee, die wir haben, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, eine große Herausforderung, ja, die wir lösen müssen. Und da haben wir jetzt auch noch kein Patentrezept. Wir probieren es jetzt dieses Semester einfach mal aus, weil wir das einfach auch spannend finden, die Erfahrung zu machen. Und ja, man muss natürlich ein Stück weit ein paar Dinge akzeptieren, dass man einfach sagt, man kann nicht alles kontrollieren, ne? Man kann den Studenten da ein Stück weit vertrauen, dass sie nicht irgendwie nebenbei im Chat sind. Aber wenn es so ist, ich denke, das kann man nicht ändern. Und wir haben aber jetzt gesagt, wir machen das über Zoom. Alle sind sozusagen im Zoom-Raum, alle müssen ein Video anhaben, so es technisch möglich ist. Das hat beim letzten Mal im Test geklappt. Und auch alle sollen ihr Ton anhaben. Die sollen aber gleichzeitig ihre Lautsprecher ausmachen, sodass sie den Ton nicht hören von den anderen, aber dass wir den ganzen Ton hören. Das heißt, wenn da jemand intensiv irgendwie noch irgendwas anderes macht oder im Hintergrund jemand steht, dass wir das hören würden. Ja, es kann ja auch sein, dass einfach jemand daneben steht, der sagt, Mensch, den Teil von Herrn Meset, das ist ja viel mit Datenabfragen, mit SQL, das kann ich perfekt, holt sich einen Kommilitonen dazu oder eine Kommilitonin und die steht dann daneben und spricht mit, das würden wir dann mitkriegen. Also solche Sachen versuchen wir dann möglichst auszublenden oder zu kontrollieren, aber letztlich ist immer noch halt ein großes Fragezeichen dahinter. Aber ich sehe das auch eher entspannt. Ich bin jetzt auch nicht so fixiert darauf, dass man alles kontrollieren muss. Ich bin dann eher, wie du auch schon sagtest, ein Freund davon, die Aufgaben so zu stellen, dass es eigentlich auch ermöglicht ist oder auch vielleicht sinnvoll ist, dass man sich austauscht. Und ich bin dann eher der Meinung, dass dann vielleicht Klausuren gar nicht das Richtige sind, sondern wie ich das auch in anderen Modulen mache, Projektformate, wo sowieso die Gruppenarbeit im Vordergrund steht und das Ergebnis dann am Ende bewertet wird. Also das ist dann, denke ich, auch eine Frage, ist die Klausur per se dafür geeignet, dass man sich auch austauschen können soll. Da würde ich mal ein Fragezeichen hinter machen, weil ja, die Klausur hat irgendwie für mich schon so einen Charakter von irgendwie jeder muss das für sich können und es ist schwierig, dann Aufgaben zu machen, wo man durchaus auch sich austauschen können soll. Das würde ich dann eher dann gleich in eine andere Prüfungsform packen. Also Fallstudie im Semester oder Projektarbeit am echten Beispiel in Gruppen. Das wäre dann die Frage, die ich mir da stellen würde. Aber ja, wie gesagt, ich bin gespannt.
ist ja, glaube ich, das Format, was am Institut für Musik präferiert wird, ne? Also im Prinzip so eine Projektarbeit. Wie sieht das bei dir aus, Jan-Henrik? Ja, zumindest bei mir. Wir haben natürlich auch am Institut auch Klausuren, die teilweise auch, soweit ich weiß, auch online gestellt werden können. Aber da bin ich jetzt nicht so involviert, als dass ich da jetzt mehr Details sagen könnte. Aber ich kann von mir berichten. Ich habe ja als ein Seminar Audiotechnik, das läuft über 2 Semester. Und das ist per se schon immer eine Portfolioprüfung gewesen. Das ist sehr individuell. Also die Abschlussprüfung am Ende des 2. Semesters oder die Abschlussaufgabe eher ist die Erstellung einer Coverversion eines bekannten Songs. Im letzten Semester haben wir von den Beatles zum Beispiel Come Together gemacht und die Studierenden müssen im Semester, während des ganzen Semesters eigentlich, diese Coverversion produzieren und lernen eben, wie das funktioniert und müssen am Ende sie dann abgeben. Haben eine freie Genrewahl, das wird immer sehr bunt, das macht auch immer viel Spaß, weil es von einer Metal-Version zu einer A-cappella-Version zu einer Pop-Version, es gibt eigentlich immer alles, was diese musikalisch machen. Und ich sehe meine Aufgabe eben da drin, die bef zu befähigen, diese praktische Übung zu machen. Und bei mir geht es weniger um, ich sage jetzt mal, Telefonbuchwissen. Die sollen jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, sie sollen lernen, wie man eine Musikproduktion macht und wie sie damit sinnvoll arbeiten können und das eben anhand von diesem Projekt. Und wenn sie das Projekt erfolgreich abgeschlossen haben, ist das für mich Beweis genug, dass sie die Sachen, die sie eben lernen sollten in dem Semester auch können. Und von daher gibt es bei mir genau das Problem eigentlich nicht, weil die auch zusammenarbeiten sollen. Die schicken sich Spuren hin und her. Wer gut Gitarre spielen kann, schickt dem anderen die Gitarrenspuren, der baut sie in seinen Song ein. Also es geht ganz viel um Kollaboration und weniger um das individuelle Wissen. Das heißt, die Bewertung bezieht sich dann auch später sozusagen auf die technische Umsetzung als sozusagen auf die künstlerische Umsetzung im Sinne von, okay, das ist jetzt die Metal-Version oder das ist die A-cappella-Version. Oder was ist denn, sind da deine Bewertungskriterien? Weil das muss ja, die haben ja ein Recht auf eine individuelle Note. Ja, und das ist natürlich bei so einer Klausur relativ eindeutig. Ja, aber jetzt bei sowas, da stelle ich mir immer die Frage, bei so einer Projektarbeit, was sind dann die Bewertungskriterien? Bei mir ist es einfach, es gibt nur bestanden und nicht bestanden. Also ich muss keine Klausur geben, keine Note Okay. geben, sondern ich muss, das muss irgendwie eine Anforderung genügen. Und da ist es eigentlich ziemlich klar, wenn die was abgeben, dann haben sie so viel Arbeit reingesteckt, dass es den Anforderungen genügt. Ich fände es schwierig, das künstlerisch zu bewerten. Das ist ja schon sehr individuell, wie soll man da Maßstab anlegen? Technisch kann man da schon eher sagen, okay, da gibt es ein paar Kriterien, die auch vielleicht messbar sind. Aber nee, weil ich keine Note vergeben muss, habe ich es dann ein bisschen einfacher. Da sind wir eigentlich in einem spannenden anderen Thema, das ich auch vielleicht mal diskutieren würde, aber dieses Thema Benotung, das umtreibt mich nämlich auch. Also die Frage, muss man eigentlich jetzt wirklich eine Note geben mit diesen 0,3 Abstufungen und wie sinnvoll ist das in bestimmten Szenarien? Du hast es ja gerade geschildert, dass es bei euch gar keinen Sinn ergeben würde, wahrscheinlich oder extrem schwierig wäre, wenn man eben keine so objektiven Merkmale hat oder auch Kriterien, die man so in Noten fassen kann. Und ich finde, das ist auch in vielen anderen Bereichen so. Also ich würde am liebsten tatsächlich auch in meinen Projektarbeiten oder in meinen Fallstudien statt dieser 1,0, 1,3, 1,7 und wie begründet man jetzt den Unterschied zwischen 1,7 oder 2,0? Ne, das ist ja dann bei so einem komplexen Ding, was man über ein Semester baut, echt schwierig. Und man kann natürlich versuchen, Reihenfolgen festzulegen, aber das ist immer noch für mich die Frage, wie kommt man dann zu einer Note? Und ich hätte auch lieber im Prinzip bestanden und nicht bestanden oder vielleicht noch bestanden mit Sternchen, ne? Also mit besonders gut. Aber das war es eigentlich. Das sind so Sachen, die mich ständig auch umtreiben, die jetzt nichts mit Digitalisierung oder Prüfungsformat zu tun haben, aber die finde ich auch mal in Frage gestellt werden oder diskutiert werden sollten. Vielleicht machen wir es mal in einer Folgesitzung. Weil ich glaube, dass, also ich, meine Erfahrung ist auch, dass diese Noten letztlich auch, diese extreme Benotung, diese Noteninflation, würde ich fast schon sagen, bei uns immer dazu führt, dass es immer diese Diskussionen gibt. Was muss ich denn jetzt tun, um noch das nächste 0,3 zu erreichen? Und dann sage ich immer, also es ist. Kann ich so nicht sagen, weil es ist im Prinzip bei der Benotung, die wir jetzt haben, ist es ja tatsächlich auch so ein bisschen zu vergleichen, wenn ich 5 Gruppen habe, kann ich sagen, welche Gruppe vielleicht das beste Ergebnis hat und welche nicht so gut war, aber dann darunter dann zu sagen, das war 0,7 besser, das war 0,7, das ist unglaublich schwierig, finde ich. Und deswegen bin ich auch eher ein Freund davon, vielleicht davon Abstand zu nehmen, aber auch da gibt es ja unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche Methoden, das zu machen.
Gut, das ist also bei euch ein Sonderfall. Ist das denn bei euch gängig, dass ihr auch keine Noten habt, oder ist das jetzt Das ist jetzt bei dem Seminar in Audiotechnik ist, steht es in der Prüfungsordnung drin, dass es nicht benotet werden muss, sondern nur bestanden werden muss. Ja. Aber es gibt eine ähnliche Prüfung. Es gibt Producing-Studierende, die auch eine Exams- oder eine Bachelorarbeit schreiben müssen. Die müssen zum Beispiel eine Albumproduktion machen, die auch benotet wird. Und da haben wir das schon bei einer ähnlich gelagerten Aufgabe dann das Problem, dass wir es bewerten müssen. Hm. Und da versuchen wir dann auf der einen Seite das technisch zu bewerten und wenn es um die künstlerische Frage geht, eher ob das künstlerisch stringent ist. Ein ganzes Album hat vielleicht einen roten Faden, erkennt man den, also es muss Konzeptalbum sein. Das Konzept müssen sie vorgeben, müssen sie auch beschreiben und dann kann man eben gucken, ist das das Konzept, was sie sich gedacht haben, hört man das auch, nimmt man das wahr, kann man das erkennen als Hörer, dass man... aber sie geben sich selber das Konzept vor. Also das ist, aber es ist natürlich schwieriger. Aber wir haben natürlich in viele Prüfungen, auch künstlerische Prüfungen, die bewertet werden müssen. Das ist jetzt wirklich bei mir der spezielle Fall, dass es eben nicht muss. Es ist ja das gleiche Problem, haben wir ja beispielsweise, wenn ich eine Abschlussarbeit korrigiere, ja, dann tue ich mich auch manchmal schwer, da eine Abstufung der Note zu geben. Ist es nur eine 1,3, ist es eine 1,7 oder ist es eine 2? Das heißt, ich habe eigentlich für alle Prüfungen, die ich durchführe, habe ich eigentlich irgendwie einen Kriterienkatalog, ja, wo ich sage, okay, das ist bei einer Klausur natürlich relativ einfach, da machst du das im Prinzip über die erreichten Punkte, die man dann vergibt. Und bei so einer schriftlichen Arbeit wie eine Bachelorarbeit, Abschlussarbeit oder Masterarbeit habe ich halt auch einen Kriterienkatalog, ja, den ich letztendlich auch über eine Excel-Tabelle fülle. Also ich sage, okay, in dem Kriterium, ja, keine Ahnung, wie ist der Schreibstil, wie ist die Innovation, wie sorgfältig wurde argumentiert, ja, und vergebe da halt irgendwie Punkte. Und das ist ja im Prinzip, lässt sich ja eigentlich auf jedes Fach übertragen. Und das finde ich jetzt aber auch das gute Recht, solange wir noch Noten haben, dass man den Studierenden irgendwie transparent darstellt, warum haben sie denn jetzt diese und jene Note bekommen? Ja, das ist definitiv bei mir auch so. Bei Abschlussarbeiten gibt es auch diesen Kriterienkatalog, wo man dann einordnet und am Ende kommt dann dann gibt es eine Skala und so weiter. Und das kann man theoretisch auch in jedem anderen Fach so machen. Was ich aber dann wiederum beobachte, ist, dass wenn man diesen Kriterienkatalog dann denen gibt, und da steht ja irgendwas drin, und dann ist sozusagen, was ich mir wünsche, ist, dass die Studierenden sich mit dem Fach beschäftigen und in die Richtung gehen, wo sie hinwollen und sich damit tiefer beschäftigen. Wenn man diesen Katalog hat, dann merke ich, dass die sich nur daran orientieren, wie komme ich zu dieser 1,0 oder 1,3 und was muss ich machen und was nicht. Das wird also alles weggewischt, was nicht nur unbedingt notwendig ist. Und eigentlich will ich die ermutigen, auch Dinge zu machen, die vielleicht nicht unbedingt zu der 1,0 führen. Also einfach sagen, mach doch mal was anderes, geht doch mal in die Richtung. Ja, aber muss ich das denn? Kriege ich da eine bessere Note? Brauche ich das, um zu beschreiben? Muss ich ja nicht, deswegen mache ich es nicht. Und das, ich glaube, das hat damit zu tun, dass man diese Notenskala hat. Das ist eine Zielfunktion, die versuchen zu optimieren. Sie wollen also in dem Fall minimieren. Und, da habe ich aber einen Tipp für. Ja. In meinem Kriterienkatalog steht beispielsweise bei der Themenfindung, ja, man kriegt auch sozusagen für das Einbringen eigener Ideen, ja, wenn ich sozusagen ein eigenes Thema vorschlage, ja, und das irgendwie gut bearbeite, dann ist das auch ein Kriterium, was ich positiv oder halt vielleicht auch negativ bewerte. Ne? Also wäre mir auch total wichtig, dass man die Studierenden dazu ermuntert, auch ihren eigenen Interessen zu folgen. Und dann fände ich, könnte es oder sollte es unsere Aufgabe sein, zu überlegen, ja, wie kriegt man denn sozusagen dann das zusammen? Das eine, was wir in dem Fach vermitteln wollen, ja, und das geht natürlich gerade gut, wenn ich irgendwie so einen projektbasierten Ansatz habe und die selbst auch eigene Themen voranbringen können. Hm. Ja, ich glaube, das müsste man dann eben, ja, wenn ich Breite möchte, dann muss ich das halt als Kriterium aufnehmen, dass die Breite bewertet wird auch, ja. Ja. Ich bin trotzdem grundsätzlich skeptisch, ob dieses Notensystem sinnvoll ist, aber das kann man ja diskutieren. Aber wir reden ja hier über Prüfungsformate und digitale Formate, genau. Vielleicht können wir uns daran noch. Ich habe noch eine Rückfrage an dich, Carsten. Du hast ja eben gesagt, in Teams hattest du diese Forms genutzt und hattest dann ein technisches Problem. Aber das ist dir dann, wie ich jetzt verstanden habe, vor der Prüfung aufgefallen. Das ist dir nicht während der Prüfung. Das ist mir kurz vor der Prüfung aufgefallen. Das war einfach. Forms ist ja im Prinzip ein separates Produkt, was du auch mit dem Teams verknüpfen kannst. Und ich habe zwei Tests gemacht. Bei dem ersten Test, ich habe in Forms sozusagen separat den Quiz angelegt. Den habe ich dann in Teams sozusagen eingebunden. Das wollte ich jetzt wieder machen. Und bei dem Versuch, den entsprechenden Quiz sozusagen in mein
theoretisches Informatikmodul einzubinden oder in das Team einzubinden, habe ich denn das Ding einfach nicht mehr aufrufen können. Ich konnte es nicht mehr bearbeiten. Es war also irgendwie fehlte da so ein Link und ich kriegte es so schnell auch nicht gelöst. Mhm. Und darum habe ich das dann halt einfach anders gemacht. Ich habe die reguläre Aufgabe genommen, habe halt ein PDF-Formular hinterlegt. Sie mussten es am Rechner ausfüllen, dann mit der Aufgabe einreichen. Es waren exakt die identischen Fragen, mit dem Unterschied, ich musste halt manuell drüber gucken. Ne, nun war es jetzt vom Aufwand okay, es waren irgendwie, ich weiß nicht, 35 Leute, die teilgenommen haben. Ja, da ist ja so eine Multiple Choice auch relativ schnell korrigiert. Mhm. Hat ein bisschen Zeit gekostet, aber ja, es war okay. Es hat mich trotzdem geärgert. Ne? Ja. In Forms hättest du es automatisch korrigieren lassen können, ne, wenn es Multiple Choice genau, ist. Ja, ja. Ja, genau, dann hast du es auch automatisch, die Zuordnung zum Teilnehmen. Ich habe das dann auch später in so einer Ergebnisliste in den Teams. Ja. Also wenn es gut zusammen spielt, ja, wenn die sich dann auch wirklich finden sozusagen, dann funktioniert das gut. Ja, ich habe dann hinterher so eine Notenliste, wenn ich dann mehrere Quizze mache, sehe ich das auch. Ich kann auch Regeln hinterlegen. Könnte im Prinzip auch sowas wie eine Notenermittlung darüber machen. Das mache ich nicht. Ne, aber ich habe dann zumindest im Überblick, an welchen Tests sie denn wie erfolgreich oder weniger erfolgreich teilgenommen haben, die Studierenden. Also das ist dann so ähnlich wie das Klaus, nur digital. Ne? Da kann man also auch die Multiple-Choice-Dinge automatisch, das nutze ich jetzt übrigens so auch das in meinen Modulen, wo ich Präsenz-Multiple-Choice mache, aber auch für offene Fragen, weil ich finde dieses System einfach anzukreuzen, durchzujagen und der rechnet alles für mich super. Also das nutze ich tatsächlich. Grundsätzlich ja. Da ich nun aber irgendwie, ich setze meine Klausuren und meine Übungen alle mit LaTeX und das ist mir jetzt zu viel Aufwand für eine Klausur, da das sozusagen in ein anderes System reinzubringen. Ich warte dann darauf, dass ich die Klausur komplett online machen kann. Ne? Da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Gibt es denn da schon Pläne, die welche Richtung das gehen kann? Du bist also, doch an der Quelle, ich oder? Kann das ja ganz kurz mal erzählen. Also ich habe das damals bei uns in dem EDV-Schulungszentrum, du weißt das ja, das sind ja so mehrere Rechnerräume, die am Westerberg haben. Mhm. Da habe ich das in drei Räumen parallel gemacht, eine Klausur. Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Das hat ganz gut funktioniert. Wir haben das damals mit so einer Klausurvariante von dem Lernmanagementsystem Elias gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Aber so Kleinigkeiten wie laut ist eigentlich die Tastatur beispielsweise, ne? Oder wie viele Plätze lässt du frei in einem Hörsaal für den Fall, dass beispielsweise an einem Rechner irgendwie ein Ausfall passiert und sich dann halt der Teilnehmende dann entsprechend umsetzen kann. Mhm. Das könnte man auch nach wie vor machen. Ja, aber in Einzelfällen gibt es das auch. Ja, also ich weiß, in der WISO, ich meine bei euch in der A&L auch, haben wir auch Einzelfälle von elektronischen Prüfungen mit Elias. Mhm. Der wesentliche Aufwand ist sozusagen die Organisation drumherum, wenn du eine große Teilnehmerzahl hast. Ja, wenn du irgendwie 20, 25 Teilnehmer hast, die alle in einen Raum passen, ist das irgendwie kein Problem. Man lässt die ein, lässt sie machen, dann gehen sie hinterher wieder raus. Aber wenn du jetzt irgendwie mehrere Gruppen hast, dann musst du natürlich Sorge dafür tragen, dass sie sich nicht treffen können. Ja, die Gruppe, die zuerst schreibt, darf mit der Zweitschreibenden irgendwie nicht zusammenkommen, damit sie sich nicht austauschen können. Wir haben uns neulich mal angeguckt im neuen Unirechenzentrum. Da haben sie so ein kleines Prüfungscenter aufgebaut. Da sind irgendwie so ein paar Räumlichkeiten, die könnte man vielleicht irgendwann mal nutzen. Erreicht noch nicht das, was ich mir beispielsweise mal in Bremen oder Göttingen angeguckt habe. Da haben sie richtig große, wirklich gute Prüfungszentren, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, 100 Leute gleichzeitig schreiben können, mhm, auch mit Schleusen. Aber technisch, glaube ich, sind wir da ja auf einem guten Wege. Haben wir das Elias für diesen Zweck im Einsatz. Wir sind ja auch gerade in dem Lernmanagement-Projekt, wo wir diesen Bereich auch nochmal ausbauen können. Ja, sodass man sowas vielleicht dann auch nicht nur jetzt zur abschließenden Klausur oder Prüfung durch einsetzen kann, sondern auch semesterbegleitend. Mhm. Ja. Ein weiteres System, was wir dafür im Einsatz haben, ist dieses EdX. Das wird ja im Bereich der Mathematik gemacht. Mhm. Und da genutzt wir uns in der I&I. Ich glaube, die große Kunst ist sozusagen, man muss sich erstmal gute Gedanken machen zu deinen Fragen. Man kann auch wirklich komplexe Fragestellungen als Multiple Choice formulieren, weil da steckt ja irgendwie der Reiz drin, dass es automatisiert ausgewertet wird. Ja. Und ich glaube, wenn du da sozusagen deine ganzen Klausuren schon auf Klaus umgestellt hast beim Großteil, dann ist das einfach nur der nächste Schritt, der gar nicht mehr so groß ist. Ich glaube, die Herausforderung ist die Formulierung der Fragen. Hm. Ja, das ist tatsächlich so. Kannst du nochmal, weil ich das System nicht kenne, ganz kurz erklären, was Elias alles kann? Das sind vor allen Dingen Multiple-Choice-Fragen, die dann automatisch ausgewertet werden können. Nein, das ist, sagen wir so, Elias ist ja erstmal generell eine universelle Lernmanagement-Plattform. Ja, da kannst du auch ganz normale Lernmodule ablegen. Du kannst sozusagen Content aufbereiten, also im Prinzip die Wissensvermittlung. Aber es gibt halt auch so eine Prüfungskomponente.
Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, welche Frageformate es da alles gibt. Multiple Choice oder Single Choice ist nur ein Frageformat. Natürlich gibt es auch so Freitextfelder, Lückentexte garantiert. Ich bin jetzt über die Anzahl der Prüfungsfragenformate, weiß ich nicht ganz genau. Ja. Aber nur so, für mich macht das wirklich, ist es ein echter Mehrwert, wenn ich die Klausuren in einem hohen Grade oder mit einem hohen Maß automatisiert auswerten kann. Ne? Und Es hat noch einen Vorteil, wenn du die Klausur am Rechner schreiben lässt, zumindest in meinen Fächern ist das so, ich kann sie dann auch lesen. Ja, das ist nicht immer der Fall. Ne? Also das hat auch schon mal einen Vorteil. Und da ist es natürlich bei denen, dann mal was die automatisierte Auswertung angeht, ja, solange wir da jetzt nicht noch irgendwie, sage ich mal, eine gute KI vielleicht im Einsatz haben, die dann auch irgendwie Texte analysiert. Ist das natürlich mit so einfachen Frageformaten irgendwie dann stimmiger, was die automatisierte Auswertung angeht. Und in den Räumen sitzen, ist dann die Software installiert. Die Studierenden sitzen vor dem Rechner und können die Multiple-Choice-Fragen quasi synchron starten, wahrscheinlich, und Also es ist ja da dann beides bearbeiten. denkbar. Es ist ja beides denkbar. Es ist denkbar, dass sie sich zu einem Zeitpunkt an einem Ort treffen, sprich in irgendeinem Prüfungsraum. Oder wenn wir in Richtung Open Book gehen, könnte man natürlich auch sagen, machen wir von zu Hause aus. Ja, Ne? das wäre eigentlich das, wo ich hin möchte. Also Ja. das ist zwar schön, wenn man es am Rechner machen kann, aber ich finde es immer noch extrem aufwendig, wenn man dafür dann drei hintereinander geschaltete Sessions hat, weil die Räume einfach nicht groß genug sind. Es ist dann irgendwie, ja, finde ich es dann immer besser, wenn man es gleichzeitig machen kann. Aber da gibt es dann andere Herausforderungen, ne? Die Und müssen vom technisch. Ablauf ist es dann ja so, dass man sagt, okay, ich schalte jetzt die Klausur für eine bestimmte Zeitdauer oder diesen Quiz für eine bestimmte Zeitdauer frei. Ja, und der wird dann online browserbasiert quasi bearbeitet. Ja. Also technisch kein Problem. Aber natürlich gibt es dann so Schwierigkeiten wie, was passiert, wenn hinterher dann das Internet ausfällt oder wenn der Rechner ausfällt? Wie kann man sicherstellen, dass die Klausur, die dann da eingereicht wird, auch tatsächlich von dem ist, der es gemacht hat? Da gibt es unterschiedlichste Varianten. Es gibt Varianten, wenn man das vor Ort schreibt, dass die Klausur ausgedruckt wird, unterschrieben wird, dass man sozusagen nochmal bestätigt, das ist jetzt auch das, wirklich das von mir Eingereichte. Ne? Also da gibt es so ein paar Hürden bei diesem Thema und ja. Vielleicht zu dem Thema, wenn was technisch nicht klappt. Das hatte jetzt in unserem Modul, wo wir das mit der Open Book Klausur jetzt machen, war es auch ein Thema der Diskussion. Ne? Was ist, wenn jetzt mitten in der Klausur jemand das Zoom-Meeting verlässt? Da haben wir, oder ein Kollege, der das mit uns macht, der hatte das ja testweise gemacht, der hat angekündigt, dass wenn ihr technische Probleme habt, kein Problem, ihr könnt direkt am nächsten Tag, bietet er einen Termin an, vor Ort an einem Laptop dann. Hier am Schmied im Hohne und kann dann die Klausur direkt nachschreiben, kriegt dann eine andere Klausur. Und, das ist ein bisschen abschreckend für die, weil das will keiner. Ne? Also deswegen sind die technischen Probleme dann doch sehr selten oder sind nicht aufgetreten. Also man könnte ja auch vermuten, dass, oh, mitten in der Klausur, oh Mist, die Klausur ist überhaupt nicht mein Ding, ich habe mal eben technische Probleme. Wenn man dann sagt, gut, dann, wenn es passiert, melde dich, nächsten Tag gibt es einen Termin, dann kommst du hier hin, machen die meisten nicht. Oder denke ich, wollen die meisten nicht. Ist für die schon ein bisschen Aufwand und abschreckend. Deswegen, das könnte man ja auch anbieten. Und dann hat man halt vielleicht noch 10 Leute, die vielleicht von 100, sagen wir mal im schlimmen Fall, wenn 10 Leute davon wirklich technische Probleme hatten, die dann eben nochmal kommen müssen. Und da hat man dann vielleicht die Kapazität dann auch, um die alle in einem Raum zu haben. Aber was das angeht, wer hat was verfasst, ich denke, das kann man doch auch lösen. Ne? Also das hat man da jetzt theoretisch dann die gleichen Probleme auch in Präsenz. Ne? Also man müsste ja. Also man müsste sicherstellen, dass derjenige, der, also dass man das irgendwie systembasiert macht, dass man sich authentifiziert, dass das irgendwie nur die Person, klar, man kann immer jemand anders irgendwie, aber das vielleicht kann man da auch über, ja, wir haben es jetzt mit Video, ne? Man muss halt ins Video gucken, dass man so irgendwie, aber auch da kann man natürlich wiederum, es gibt immer irgendwie Möglichkeiten, das zu umgehen, ne? Das ist Naja, sag tatsächlich mal so, wahrscheinlich nicht ganz so trivial. man könnte ja jetzt als Student auch auf die Idee kommen, zu sagen, naja, ich habe da an der Klausur teilgenommen, aber im System ist was ganz anderes gespeichert worden. Ja, ich habe bei Frage 3 habe ich Antwort B angekreuzt und jetzt aber im System ist Antwort C gespeichert. Im Grunde müsste man diese Systeme irgendwie zertifizieren lassen. Ja, und das ist beispielsweise einer der Gründe, dass man sagt, okay, ich drucke es aus, lass es vom Studenten unterschreiben, der guckt nochmal durch, jawohl, das ist wirklich das, was ich angekreuzt habe. Ja, da bin ich auch gerade unsicher. Also ich vertraue da auch immer auf die Systeme, aber grundsätzlich ist das natürlich schon eine Frage.
Ich bin da, also da bin ich dann pragmatisch, glaube ich, dass man sagt, ja, das kann natürlich theoretisch passieren, aber die Frage ist, passiert es wirklich? Macht das jemand? Ja. Sagt nachher, da wurde aber, okay, und dann in dem Fall, gut, dann mache ich halt eine neue Klausur für den. Biete, sage ich, ist kein Problem, kannst direkt nochmal schreiben, komm vorbei, wieder das Gleiche wie mit technischen Problemen. Tust dir keinen Gefallen mit, sag ich mal, die wird nicht einfacher, die nächste Klausur, so ungefähr, ne? Also durch die Blume gesagt. Nein, also das, ich denke, das gibt es natürlich, kann passieren, aber ja, wie oft ist das wirklich der Fall? Deswegen habe ja diese, also ich bin gespannt, was da in Zukunft sich jetzt bewegt mit Online-Prüfungen auch. Ich denke mal, dieses Open-Book-Format ist ja schon mal ein spannender Weg, dass die Hochschule das ermöglicht, dass man das machen kann. Ich bin gespannt, ob das auch nachher noch weiter genutzt wird, weil ich denke, viele haben ja schon eher jetzt die Anforderung, dass man keinerlei Hilfsmittel und nur ganz bestimmte nutzen kann. Jetzt macht man sich vielleicht mehr Gedanken darüber, wie könnte ich eigentlich meine Fragen und mein Fach besser prüfen, dass das eigentlich auch alles Zugriff sein kann, weil, wie du schon sagtest vorhin, in der Praxis ist es ja auch nicht so, dass man dann auf einmal nur ein Buch zu Rate ziehen darf. Das ist auch alles. Und die Frage ist halt, prüft man dann eigentlich adäquat? Ne? Ist das, was die nachher, was wir da abnehmen, ist das, was die nachher können müssen? Und da würde ich mal ein Fragezeichen dahinter machen. Ja, also. Ja, ich mache immer so ein Mittelding, ich lasse immer Spickzettel zu. Ne? Mir dürfen sie entweder ein oder zwei Blätter. Ich lege immer Wert auf die handschriftliche Formulierung. Die dürfen sie halt mitnehmen in die Klausur. Ah, okay, da müssen sie sich vorher gut überlegen. Ist ja auch was ein guter Lerneffekt. Ne? Das ist ja, genau. Ja, das ist der Grund. Das ist der Grund, der Lerneffekt. Ne? Den braucht man ja typischerweise nicht. Ne? Dann sich Gedanken macht, was schreibe ich eigentlich auf diesen Zettel? Ja. Genau. Das ist auch nicht schlecht. Da prüft man auch eine gewisse Qualität, ne? Eine gewisse Kompetenz. Genau. Und das ist erstaunlich. Was ich auch mal dazu sage, man muss das Ding ohne, sag ich mal, sonstige Hilfsmittel, also die normale Brille ist erlaubt, aber sonstige Hilfsmittel sind nicht zugelassen beim Lesen dieses Zettels. Ne? Es ist schon erstaunlich, wie klein so mancher schon gerne schreiben kann. Eine Lupe. Genau, Lupe ist nicht erlaubt. Ja. Ne? Genau, ja. Ich habe das jetzt, dieses Semester lasse ich zwei Blätter zu, sprich vier Seiten haben sie zur Verfügung, theoretische Informatik. Wobei, ja, das, da wird schon auch wirklich das Verständnis geprüft in der Prüfung. Da werden jetzt nicht einfach nur Dinge abgefragt, wie, keine Ahnung, was sieht man im Hintergrund hier in der Turing-Maschine, wie so eine Turing-Maschine aufgebaut ist. Das muss man nicht, man muss sie vernünftig anwenden können. Und insofern, ich hatte auch überlegt, ob ich das ganze Skript zulasse. Habe mich dann aber für diese Variante einfach sozusagen aus dieser didaktischen Perspektive, dass sie sich nochmal damit beschäftigen, was sie eigentlich draufschreiben. Das ist eigentlich nur der Grund, warum ich das zulasse. Das klingt für mich extrem sinnvoll. Ja, das bin ich selbst noch nicht drauf gekommen, aber das ist in der Präsenzklausur auch, finde ich, eine interessante Geschichte zu sagen. Was ich auch schon mal gemacht habe, dass man pro Kapitel eine Seite oder zwei Seiten formulieren darf, die aber zu einem bestimmten Termin abgibt. Das habe ich im letzten Semester gemacht. Algorithmen hatte ich ja drei große Themenkomplexe. Zu jedem Themenkomplex durften sie zwei Blätter abgeben. Die mussten dann bis zu einem bestimmten Termin bei mir eingereicht werden und ich habe die dann zur Klausur wieder ausgeteilt. Das Witzige ist ja wahrscheinlich, was man beobachtet, ist, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt, einen Spickzettel vorzuholen, dass man ihn dann nachher gar nicht braucht. Ja, genau. Weil man genau die Sachen ja eigentlich schon auch komplett kann. Ne? Und diese befristete Abgabe, sage ich, das ist halt okay. Sie sollen sich auch kontinuierlich damit beschäftigen. Ne? Also wenn es, die Angebote sind, glaube ich, schon da mit leichter Unterstützung, dass man sich wirklich begleitend über das Semester damit beschäftigt. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Ne? Also die Leute, die ich jetzt in meinen Klausuren, in meinen Präsenzterminen nicht gesehen habe, die dann zur Klausur kommen werden, ich bin mir sicher, dass die nicht kontinuierlich alle Wochen oder jede Woche mitgearbeitet haben. Das glaube ich nicht. Das habe ich mir direkt mal aufgeschrieben. Ich finde, das ist eine super Idee mit dem Spickzettel. Ja. Den Tipp habe ich übrigens von dem Kollegen Johannes Hirata aus der Wiese bekommen, als ich mit ihm das Lehrkolleg gemacht habe. Das fand ich sofort gut und habe das dann gleich... Ja, und auch mit dem vorher abgeben fand ich jetzt also richtig gut, dass man sie einreichen muss und dann in der Klausur wieder ausgeteilt bekommt. Also man muss sich wirklich auch vorher schon Gedanken machen. Und wie früh hast du die eingeholt vor der Klausur? Ja, immer so, das Semester war jetzt, wie gesagt, in drei große Themenblöcke eingeteilt und dann, ich sag mal, jeweils nach einem Monat ungefähr. Achso, also praktisch für jeden Themenblock dann einen Spickzettel und das war schon im Semester dann. Also nicht irgendwie zwei Wochen vor der Klausur. Nein. Und wie viele haben das gemacht? Klasse,
Das haben fast alle gemacht, die dann hinterher mitgeschrieben haben. Ne? Ich hatte dann auch einige, hatte ich hinterher noch übrig, die hatten es mir eingereicht, sind dann aber nicht zur Klausur gekommen. Oder die dann zumindest einzelne Blätter eingereicht hatten. Ja, das haben alle schon irgendwie wahrgenommen. Natürlich gibt es dann auch irgendwie so ein paar Tranfunzeln, die das dann verspätet eingereicht haben. Da bin ich dann meistens großzügig, lasse das auch noch zu. Aber es geht eigentlich mir immer darum, ich möchte sie kontinuierlich mit beschäftigen. Ja, das ist super. Ne? Es gibt auch dafür eine digitale Variante? Weil das Konzept finde ich ja super, aber fällt dir denn eine digitale Variante ein? Ja, das würde ja bedeuten, dass Sie später auch ein digitales Hilfsmittel benutzen dürfen. Da könnte man alles möglich machen. Man könnte sowas wie OneNote machen, man könnte ein Etherpad machen, was wir ja alles schon irgendwie, glaube ich, gezeigt haben. Ja, man könnte ein Miro-Board zulassen. Man könnte doch sagen, ein Word-Dokument, oder könnte sogar die Schriftgröße festlegen, ja, oder? Dann hätte man auch das mit der Lupe geklärt, ne? Also bestimmte Formate, du hast zwei Seiten, dir da was raufzuschreiben. Oder ich sage, ihr müsst das in LaTeX abgeben, dann lernen Sie auch noch LaTeX beispielsweise. Ja, ja, aber wenn, nee, ich meine die Klausuren, die Sie dann von zu Hause aus machen, also wo man eben nicht genau weiß, also dann geht ja eigentlich nur noch Open Book, also da geht es eigentlich nicht. Ja, genau. Das ist ja so. Also ich bin gespannt. Also ja, wir bieten ja jetzt in diesem Semester für die besonderen Fälle, oder für einige Fälle bieten wir dieses Proctoring an. Also das, was ihr im Prinzip macht, Nikolaus, aber sozusagen dann für die Leute, die vielleicht in Quarantäne sind, dass sie zu Hause an der Klausur teilnehmen können. Ne? Und das wird schon spannend, jetzt in der Variante, wo die bei mir dann ja zwei Blätter verwenden dürfen. Das muss ja alles im Blick behalten werden. Ne? Die dürfen nichts anderes am Rechner machen, werden auch überwacht. Die werden halt durch eine Person wirklich überwacht. Also das mit Blick auf die Hilfsmittel. Ja, meine Güte, ich klebe mir was irgendwie auf den Schreibtisch drauf, habe das ganze Skript sozusagen dann irgendwie als Schreibtischunterlage. Das wird schon spannend. Ne? Dann gibt es ja nun, geben jetzt mal keine Tipps, was man alles noch machen könnte, wo man Sachen hingeben könnte. Jetzt ganz am Ende kommen die Tipps, dann wer bis hierhin guckt. Ja, nee, das finde ich gut. Das werde ich, glaube ich, auch nächstes Semester direkt machen mit dem Spickzettel. Das finde ich sehr einleuchtend. Aber da wird es dann wahrscheinlich auch nicht digital sein. Die Klausur jetzt nicht. Ja, spannend. Ich denke, wir werden in ein paar Wochen noch mal schlauer sein, wie das mit der Open-Book-Klausur auch über alle Fakultäten hinweg. Da gibt es ja durchaus einige, die das jetzt machen, habe ich gehört, wie das gelaufen ist und welche Erfahrungen da gemacht wurden. Da bin ich auch sehr gespannt. Auch was die Studierenden dazu sagen. Mhm. Also ich glaube, die nehmen das auch gemischt auf. Ich glaube, viele finden es gut, dass man da jetzt nicht zur Klausur fahren muss. Manche haben aber auch durchaus vielleicht begründete Angst oder Bedenken, dass die Klausur dann schwieriger wird, weil eben es ist auch irgendwie logisch, dass man sagt, man dürft alles nutzen. Das ist halt das Level ein anderes, ne? Auf der anderen Seite. Also mit Sicherheit schwieriger. So ein Punkt, den ich da noch so sehe, ist, klar, ich mache mir dann vielleicht, muss ich irgendwie so eine Fallstudie bearbeiten. Das ist sicherlich was sich idealerweise für sowas eignet. Ja, aber ich glaube, man darf sich auch nichts vormachen. Wenn man sich mal so die Studierenden anguckt, viele schieben ja immer auf, so das Lernen. Ne? Und wenn ich jetzt sage, okay, dürft hinterher alles verwenden, ja, dass dann vielleicht auch sozusagen dann auch nochmal so dieses Lernen bis zur Klausur aufgeschoben wird, dass man sagt, okay, naja, ich habe ja alles während der Klausur, das gucke ich mir dann irgendwie an. Jetzt mal ganz überspitzt formuliert. Also ich glaube, dass der Vorbereitungsprozess vielleicht ein bisschen dadurch beeinträchtigt wird. Ne? Mm, ja. Also ich glaube, auch bei einer Open-Book-Klausur ist es ja zumindest gut zu wissen, dass ich im Vorfeld weiß, wo denn vielleicht relevante Dinge dann auch stehen, ja, in so einem Buch. Ja? Und die Kompetenz rückt auch in den Vordergrund, das zu finden schnell. Genau. Ja? Und sich zu organisieren, wo finde ich was. Ja, es kann sein, dass manche sich dann in Sicherheit wiegen und sagen, gut, es wird schon nicht so schwierig sein, ich habe ja alles im Zugriff. Und wenn man die Klausur aber dann richtig stellt, glaube ich, sollte das eben nicht so sein. Also sollte es eben, dann muss es vorher gut vorbereitet sein, im Sinne von, man muss es verstanden haben. Das ist eigentlich darf das Nachschlagen gar nicht so viel helfen. Das ist, genau. So muss man die Klausur dann ja so muss verstehen. Werden, ne? Ja. Dass es dir dann auch nichts mehr hilft, wenn du dann reinguckst. Weil wenn du es vorher nicht verstanden hast, dann wirst du es dann auch nicht verstehen. Genau. Aber ich glaube trotzdem, bei manchen gibt es schon diesen Trugschluss, dass sie sagen, okay, ich habe ja alles zur Verfügung und dann verlasse ich mich im Notfall auch darauf. Ja, und es ist auch so, dass man die Klausur, glaube ich, nie so ganz so stellen kann, dass es wirklich nicht möglich ist, davon zu profitieren, weil es ist halt einfach schwierig. Selbst wenn ich sage, ihr müsst komplett neuen Datensatz da SQL-Abfragen drauf haben. Es gibt natürlich immer SQL-Abfragen, die man mehr oder weniger zumindest schon mal als Grundlage hernehmen kann und sich Inspirationen da holen kann und das nicht komplett neu alles machen muss. Aber ein gewisser Grad muss halt da sein oder sollte größtenteils so sein, dass man das nicht daraus direkt reproduzieren kann.
Ich bin gespannt. Ich denke, vielleicht können wir bei der nächsten Sitzung schon ein kleines Review machen. Da könnten wir vielleicht nochmal 10 Minuten reservieren dafür dann. Machen wir. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich habe es jetzt bei mir Punkt 12. So eine ganz gute Zeit, Mittag zu machen oder Mittagspause zu machen zumindest. Genau. Es sei denn, wir haben jetzt noch einen ganz wichtigen Punkt, würde ich vorschlagen, schließen wir hier unsere 8. Folge und verweisen dann auf die nächste, wo wir dann vielleicht mal rückblicken können auf den Prüfungszeitraum. So machen wir das. Besten Dank. Alles klar. Dann bis dahin. Tschüss. Tschüss.